Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Im letzten Part haben wir Kapitel 2, Entdeckung auf Kamino, abgeschlossen und gegen Jango Fett gekämpft. Jetzt wollen wir uns Kapitel 3, Droidenfabrik, vornehmen. Ich würde mal sagen, rede ich jetzt auch nicht mehr wirklich lang und wir gehen direkt rein. Weil ich mag das Level eigentlich sehr. Zumindest habe ich es damals sehr gemocht. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 3, Droidenfabrik. Obi Wan Kenobi hat die Spur des Kopfgeldjägers Jango Fett nach Geonosis zurückverfolgt. Dieser feldsiege für seine Droidenfabriken bekannte Planet ist das Hauptquartier der Separatisten. Während Anakin Skywalker Senatorin Amidala bewacht, landet Obi-Wan mit seinem Jedi-Raumjäger auf Geonosis. Ja, wir spielen jetzt Anakin Skywalker und ich mag dieses Level einfach sehr gerne. Ich habe das früher so gerne gespielt und wir haben auch direkt schon mal unser erstes Minikit, weil wir einfach nach hinten gelaufen sind. Ich erinnere mich nicht mehr, wo die ganzen Minikits und alles waren, aber ich weiß noch ganz genau, wo und dann relativ ganz genau, wie das Level aussieht. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, ihr werdet es ja noch sehen. Nee, ich habe nicht, alles gut. Ich hab mich zuerst gefragt, warum haben zwei verschiedene Blasterfarben? Einmal grün und einmal rot. Wahrscheinlich das eine haben die von Separatisten bekommen, das andere sind halt deren eigene Farbe. Und ich habe Redikas gehört. Anakin, kannst du nicht noch ein bisschen schrumpfen? Vielleicht passt dann da wieder rein. Das ist ja. Mich hat so erschrocken. Es klappt noch eines. Stopp. Ich gehe einfach an der Seite lang. Was kann denn das? Mit Geld ausspucken, finde ich gut. Tausender. Ah! Ich will da hoch. Ich will da hoch. Die springen von dem Fall cool. Ah, ich will da wieder runter. Aber im Ganzen nicht in Einzelteile. Nein! Ich dachte, das wäre über den Abend schon. Finde ich nicht wahr. Warte, da ist noch Geld. Das ist kein Geld, aber das ist ein Ventilator zum Aktivieren. Doch, gut. Ja. Ich muss taktischer vorgehen. Au. Au. Das ist nicht taktischer. Das Schild ist weg. Und ja, hier kann man, glaube ich, später, wenn man R2-D2 und C3-O. War C3-PO auch schon. Hä? Ich bin dagegen gesprungen. War C3-PO in Episode 2 schon. Kannst du mal ruhig sein? War C3PO in Episode 2 schon bei denen hier?
Egal, auf jeden Fall kann man hier. Nein, nur mit R2D2. Anscheinend kann man. Kann man mit dem dann wieder zurückgehen, um das Förderband, glaube ich, anzuhalten, war es. Hier doch C3PO. Der sollte, glaube ich, auch. Ja, doch, der ist auch hier. Vielleicht treffen wir ihn gleich noch. Wenn da Geld ist, dann gehe ich auch nochmal auf den anderen zurück. Oh, so. Hab ich nicht gekillt, gut. Ist hier ein Back? Das ist komisch. 1, 2. Oh, da war ein Double Backflip. Partner, geh mal hoch. Schieß mal drauf. Eimer. Oder irgend. Also ein Schmelztopf voll mit heißen Kohlen. Oder was auch immer das sein soll. Und ich krieg da drauf keinen Schaden. Und die Olle will nicht rüberkommen. So. Was will ich jetzt machen? Ihn da rüber? Ja. Ich hätte es mit ihm kaputt. Nö, was war hier? Was soll ich? Hä? Jetzt bin ich überfragt. Ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was ich machen soll. Na ja, so, jetzt. Ich glaube, ich sollte damit jemanden an. Wo ist denn Anakin? Einfach rüber. Au. Ich mag den Ort hier oben nicht. Ich gehe wieder runter. Seid ihr hergekommen? Und da fliegt das Power ab runter und ich habe sogar 1000 auch. So, warte mal. Schieß mal drauf. Und nicht dabei sterben, bitte, wenn es geht. Super. Aus. Au, nicht mich. Ey, das kann nicht wahr sein. Wie viel Schaden macht ein Schuss von dem? Jetzt so, komm mal her. Mach mal auf. Ich glaube, dahinter geht es nicht weiter, aber da war noch ein Raum, wo ein Minikit ist. Ein Raum mit nichts. Ah. Ah. Nee, ich habe gleich kein Geld mehr. Ey, das ist. Dass ich auch immer bei der gleichen Steps. Muss ein bisschen ruhiger angehen am besten. Vorsichtig. So, und das große Problem ist, jetzt zurück. Ich glaube, mit R2 wäre es sogar noch einfacher. Aha. So. Und wieder zu. Oh. Ja. Zwei auf einmal. Ich gehe mal weiter. Ich dachte, ich sterbe schon wieder. Das ist ein explosiven. Was sein soll. Das ist ein Explosivcontainer. Völlig hier noch ein Sphere 2. Und bitte einmal die Tür aufmachen. Anakin fühle ich mich hier am sichersten. Guck da, C3PO. Das Coolste ist, man kann ihm. Beide Arme, ein Bein abhacken und dann funktioniert noch. Danach ist Schluss. Ich dreh mich rüber. Wo ich sehe, bei Padme ist noch sehr viel Geld. Scheiße, sorry. Das hat geleckt. Gerockelt ist ja egal, was man dazu sagt. Auf jeden Fall, ich bin drüben. Da kommt ihr alle jetzt auch noch. Ich scheiß mal auf das Geld da links. Jetzt wird die zu. Scheiße.
C3PO habe ich ja eben gekillt. Das schaffe ich. Oder so nicht. Ja, du machst doch kein... Mach doch nicht einen Sprung. Geil, jetzt kriege ich hier noch das Geld. C3PO, kannst nicht hängen. Kann man dir vielleicht ein Jetpack montieren, dass du zu uns fliegen kannst? Worüber? Dann stell dich mir nicht in die Macht. Mensch. Und mach du jetzt. Jetzt kannst du mal aufmachen. Und wieder zu Ende kann. Den erstmal an. Als wären es Ruinen. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wo hier in diesem Level der rote Stein ist. Ob ich da rankomme? Ohne einen Charakter, den ich jetzt dabei habe, das weiß ich nicht. Da wollen die noch mehr sterben? Ja, komm doch. Geht's hier weiter? Ne, hier. Ah ja, hier ist der rote Stein. In der Mitte. R2. Dann mal. Machen, was du jetzt noch immer machst. Guck da links. Bleib einfach mal jetzt wo. Da müssen wir irgendwie reinkommen. Und ich höre auch noch, Minikit, glaube ich. Oder der rote Stein, der sich auch sein. Jetzt wo? Muss ich da hin? Ja, hier glaube ich. Ich hoffe es. Jetzt? Ja. Wir haben frei. Nein, haben wir nicht. Aber das ist, ist das letzte vielleicht. Da liegt ein Tausender. Ja. Super, roten Stein haben wir für dieses Level. Das in der Mitte kriegt man gar nicht auf. Einfach nur Deko-Geld. Und zurück. Ah, ich bin wieder rein. Wenn man doch besser killen soll zuerst. Kann ich irgendwas aufbauen? Also, um hier oben ranzukommen. Toll. Ach, aber da oben, das wird sich ein bisschen mehr lohnen. Würde man da auch ohne Joshua hochkommen, dann würde es sich mehr lohnen. Das ist alles zu heiß hier. So, verbrennen. Will ich jetzt nicht. Ich weiß, ich bin zwar Anakin, aber erst in Episode 3. Ich habe fast die Tasten losgelassen, mit der ich gleite. Ah. Oh nö. Droiden greifen andere Droiden ja nicht an, glaube ich. Nein, aber ich glaube, ich kann sogar deren Schild ausmachen. Ja, ich kann die komplett leben. Fällt sich jetzt hier eine Brücke? Ja. Kommt einfach ein Stein raus. Sorry. Aber... Ey, warum greift die jetzt an? Warum zittert denn der so? Ist dem... Rüdiger, ist der kalt? Hey, der hat mich fast noch gekillt. Oh, noch ein Minikit. Also hier läuft... Ja, hier läuft auch sehr gut. Das beste Level mit den Minikits war aber bis jetzt echt das Portrennen. Kommt der Gegner? Nein. Bin ich beruhigt.
so eine Explosivteile da mal herbringen lassen. Die wahrscheinlich vor die Tür stellen, damit es explodiert. Was soll das sein? Ach, Geld. Und Minikit, wo ich nicht reinkomme. Und ich bin tot. Sammeln wir das Power-Up ein, das Geld und gehen weiter. Da hinten ist Obi Wan. Du mal baden da in der heißen Lava. Ich will es hier nicht noch bei diesen letzten zwei Gegnern sterben. Au, au, nein. Und kommt noch Django Fett oder? Das war's gut. 1000 hätte ich fast übersehen. Ich habe Minikit. Ah ja, ich bin auch so dumm. Das habe ich ja auch eben gesehen, nur kam ich ja nicht ran. Gut, befragen wir mal Obi Wan Kenobi. 1, 2, 3 und 4. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Charaktersteine. Das ist nicht so ein nützliches roter Stein. Anakin Skywalker Padawan, Padme Geonosis, C3PO. Wir haben fast 500.000 Stats. Minikits haben wir 4. Ich war das erstmal richtig. Und ich glaube 2 goldene Steine. Gut, würde ich mal sagen, obwohl, nee, lass uns doch kurz die Disco-Kugel hier aufbauen. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.